Eigentlich wollten sie längst ablegen, aber irgendwas ist immer. Maschine für die Brücke? Erst der Motor, jetzt das Getriebe. Ist Stopp. Aber eine geplatzte Hydraulikleitung kann Harald Höppner und seine Crew nicht bremsen. Sie haben ein großes Ziel. Sie wollen im Mittelmeer nach Flüchtlingen Ausschau halten und die Behörden drängen, sie zu retten. Für ihre Idee geben sie viel Geld aus. Höppner hat zusammen mit drei Familien dieses Schiff gekauft. Fast 100 Jahre ist es alt. Bald wollen sie damit ins Mittelmeer aufbrechen. Bilder wie diese haben Höppner keine Ruhe gelassen. Schlauchboote im Mittelmeer, überfüllt mit Flüchtlingen. Viele kommen ums Leben, weil sie von Afrika nach Europa wollen. Die Grenze nach Europa ist für Höppner auch eine deutsche Grenze. Wenn man sich das mal verdeutlicht und das versteht, dass quasi mehrere tausend Menschen dieses Jahr an der deutschen Außengrenze sterben werden, dann muss ich dagegen was unternehmen. Also das ist ein innerer Antrieb. So, das kann ich nicht hinnehmen. Das ist so eine Ungerechtigkeit. Noch ist der alte Fischkutter eine Baustelle. Und für den Geschäftsmann Höppner mancher Kabelsalat eine Herausforderung. So, bei mir ist 19. Das, ja. Bei mir ist das so gewesen. Der 41-Jährige ist eine waschechte Landratte. Für den Einsatz im Mittelmeer braucht er erfahrene Seeleute wie Tillmann Holsten, der ehrenamtlich dabei ist. Wenn das Schiff da unten läuft, kann es sein, dass es wochenlang im Kreis fährt und es passiert überhaupt nichts. Es kann sein, dass sie an Kinderleichen vorbeifahren. Es kann sein, dass die Crew total traumatisiert nach einer Woche wieder am Hafen muss, weil sie mit den Dingen, die sie erleben, nicht klarkommen. Wir wissen das nicht. Wir haben keine Ahnung. Im Maschinenraum ist die Stimmung inzwischen gelöst, weil die Hydraulikleitung jetzt dicht ist. Ja, Abfahrt! Aber voraus! Alles funktioniert, endlich bricht die Sea-Watch auf. Erstmal nur ein kurzes Stück zur Probe. Bald wollen sie dann auf große Fahrt gehen, auf den Flüchtlingsrouten im Mittelmeer.